Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bloodborne. Und wie man sehen kann, befinde ich mich wieder im Traum des Jägers. Ich habe mir oben meine Echos wiedergeholt aus der letzten Folge, wo ich die verloren habe. Und wir haben jetzt so viele Echos eigentlich, dass wir auf jeden Fall mal ein bisschen hochschrauben müssen. Bevor wir es mal machen, bevor ich jetzt mein Level hochschraube, gehen wir mal hier rein. Und kann man hier schon irgendwas machen? Ich glaube, hier habe ich noch immer nichts gefunden, ne? Nee. Aber wir können mal hier unsere Werkzeugbank benutzen und können unsere Waffe verstärken. Denn wir haben ordentlich Zwillingsblutsteinscherben gefunden, wie man sieht oben. Das machen wir direkt. Einmal erhöhen. Und ich kann sie nochmal erhöhen sogar. Ich brauche nochmal 5 Stück. Das machen wir auch. Bam. Jetzt brauche ich 8 von denen. Aber wir haben ja echt schon sau viele gefunden. Das ist also schon ziemlich fett, muss man sagen. So, hierfür die Jägerpistole bräuchten wir es auch. Ist jetzt nicht so wichtig für mich. Von daher lassen wir das. Waffe reparieren. Brauchen wir nicht. Haben wir ja gerade erneuert. Blutedelsteinverstärkung. Haben wir da noch irgendwas Großes? Beim Sägerhackeball können wir noch irgendwas machen? Was haben wir denn so eingesammelt alles? Blutedelsteinverstärkung haben wir. Den roter Blutedelstein. Den haben wir schon drauf. Was haben wir noch da so? Und da haben wir... Ja, können wir mal gucken. Was wir da noch, haben wir irgendwas Neues mal gesammelt? Ja, ich glaube, es ist alles das Gleiche. Ne? Ja, okay. Da ändert sich nicht so viel. Aber das war schon ganz gut. Jetzt haben wir ja schon... Oh, guck mal da oben. Eine Schnapszahl. 1111111 Echos. Super. Also... Reden wir mit der Guten? Ja, wir müssen aufleveln. Kleinen Haarschmuck überreichen. Moment, ach, den Ding haben wir gefunden, ne? Was ist das? Ein Haarschmuck. Ich erinnere mich nicht an nichts. Ach, bei der Puppe, die wir... Ja. Ich fühle eine Sehnsucht. Das Gefühl kenne ich nicht. Was passiert mit mir? Sagt mir, Jäger, kann das Freude sein? Ja. Ein Tränenstein. Den gucken wir uns doch glatt mal an, den Tränenstein. Tränensilber glänzt. Zur Verwandlung in einen Tropfen Blutedelstein, der jede Waffe verstärkt. Eine Puppe vergießt weder Blut noch Tränen und so bleibt an seiner Waren unbekannt. Wer auch immer das glaubt, dass er wertvoll ist, könnte nur von ernsthaften Tieren. Okay. Können wir noch was machen? Machen wir. Ist ein Blutedelstein drin? Verwenden wir das Ding. Tränenblutedelstein. Ah, warte mal. Nee, warte mal. Ich will mal gucken, was es ist. Den brauchen wir oben, um unsere Waffe zu verstärken wahrscheinlich. Gehen wir nochmal hin. Gucken, ob wir die verstärken können damit. Das ist ja cool. Ja, den haben wir von der Puppe bekommen. In da, wo das genauso aussah wie hier. Da saß die Puppe doch da oben in der Ecke. Cool. Also Blutsteinverstärkung. Machen wir hier mal rein. Dauerhafter GP-Gewinn plus 2. Machen wir einfach mal. So, haben wir auch schon was drin. Immerhin. Was ist das da rechts denn? Da leuchtet doch auch was. Verschmelzen mit Blut. Waffe zum Verschmelzen, okay. Da kann ich nicht rüber, ne? Kann ich nur so wählen. Was ist denn das daneben? Kann man nicht hin, ne? Okay, ne gut. Gut, ja, dann gehen wir nochmal zurück hier zu ihr und jetzt können wir uns ja wirklich mal hochleveln. Ein paar Sachen haben wir ja. Willkommen daheim, was für... So. Also, wir wollen auf jeden Fall... Boah, ich glaube, wir müssen unsere Ausdauer mal ein bisschen höher machen. Und mehr können wir auch erstmal nicht. Alter, das kostet schon 6000. Aber warte mal, wir haben doch... Wir haben doch noch recht viele von diesen anderen Sachen. Lass mal reingehen. Da, wir haben rasendes Kalb und 2 Stück. Mehrfach verwenden. Benutzen wir beide. Oh, 6000. Das ist nicht schlecht. Also, warte mal. Was haben wir noch da? Obwohl. Doch. Was haben wir noch? Wir haben noch mehr andere Sachen, ne? Da, dickes Kalb haben wir auch. Mehrfach verwenden. Nehmen wir 3 Stück. Super. Sind auf jeden Fall nochmal 2 Level up, glaube ich. Mehr haben wir auch nicht. Gut. Dann komm mal her, gute Frau. Lass uns nochmal reden. Blutig. So, wir müssen auf jeden Fall die Stärke erhöhen oder die Ausdauer. Gucken. Ausdauer geht auf 104. Und Stärke auf 24. Oder sollten wir vielleicht auch unser Leben vielleicht auch mal erhöhen. Und dann die Stärke. Ja, machen wir mal. Zack. So. Mehr können wir nicht machen.
Aber es gab einiges. So, jetzt können wir zurückreisen. Wo können wir jetzt hinreisen? Kirche des guten Kelchs. Es gibt Sachen, da kann man nicht hinreisen. Das finde ich wirklich blöde. Kann ich hier drüben irgendwo anders hinreisen? Hier? Ach, hier ist auch hier. Unterirdisches Gefängnis, verlassen alte Werkstatt. Ah, okay. Wir könnten jetzt zu diesem unsichtbaren Gefängnis eiern. Das machen wir aber mal nicht. Wir reisen mal zurück hierhin. Weil eigentlich müssten wir ja mal erforschen, was es da noch gibt. Bei dem anderen. Wir sind ja unten runter und haben den Typen gekillt, aber sind dann ja von diesem Sackheini da gefangen genommen worden. Und haben noch gar nicht da alles erkundet. Das machen wir jetzt mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da hin müssen nochmal. Ja, machen wir. Genau. Und komplett zur falschen Gegend gereist. Mann. Und diese Kirche müssen wir nicht mehr. Das war ja der Boss. So einfach ist das, ne? Orientierungslos. Der Schanzen, der ist orientierungslos. Der hat's nicht so drauf. So, noch einmal hier hin. Und nach Altjanam, ne? Nein, Kathedralbezirk. Ah! Gott sei Dank ist die Ladesequenzen sind nicht so lang. Ich könnte das auch einfach rausschneiden. Was halte ich denn davon? Na nö. Doch ein bisschen länger am Laden. Schade. Nur sind wir verkehrt, ne? Das kann ich euch jetzt schon sagen. Und nochmal zurück in Traum des Jägers. Oh mein Gott, ey, ich bin so verplant gerade. Das liegt am Wetter draußen. Bei uns scheint einfach die Sonne. Und dieses Sonnenstrahlen, die hinterlassen, glaube ich, Dummheit in meinem Kopf. Sozusagen. Ja. Viele freuen sich fragen, warum spielt der Spacken überhaupt Bloodborne und nicht Sekiro? Das will ich auch spielen. Allerdings habe ich noch nicht beschlossen, das für den Preis zu kaufen. Ich finde 60 Tacken dann doch noch wieder viel. Da warte ich lieber noch ein bisschen, bis es nochmal runterkommt im Sale oder so. Und das wird auch nicht so lange dauern. Irgendwann wird es drin sein. Und dann werde ich mal zuschlagen. Und wenn es nur 15 Euro günstiger ist, ist mir egal. Aber 60 Euro gebe ich dafür noch nicht so gerne aus. Ist mir noch ein bisschen viel. So, wir können auch mal gucken. Wir haben eine Rüstung gefunden. Die haben wir noch gar nicht eingesetzt. Gucken wir gleich mal hier im Kathedralenbezirk. Wegen einer Rüstung. Ich esse hier die ganze Zeit so komische Sachen. So, wir gucken mal kurz rein. Ist ja alles schlechter. Rüstung. Mist. Okay. Ach komm, lass uns die Sachen an. So, jetzt müssen wir uns beeilen hier. Dumm, ne? Wie dumm von mir. Gut. Oh, wir kennen den alten Sack, der sitzt hier. Machen wir ein paar Schuss. Danke. Die Leute da drin lassen wir, weil wir wollen hier unten runter. Deswegen müssen wir hier mal runter hoppeln. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht unten, glaube ich. So.
Genau, dieser Weg war das. Und dann ging es hier irgendwo rein, ne? Genau. So, jetzt mal gucken. Also. Ging es auf jeden Fall runter. Da auch nochmal. Da auch. Und jetzt sitzt der Typ da unten irgendwo, ne? Was ist denn hier irgendwo noch einen Weg runter? Hier, ne? Ach du Scheiße, muss ich da runterjumpen? Nochmal, war das hier? Ich glaube ja, ne? Oder gibt es hier noch einen Weg runter, der nicht ganz so gefährlich ist? Ich glaube nicht. Okay, müssen wir auf diesen Balken darauf. Natürlich doof. Man könnte natürlich auch sterben hier, ne? Das muss man auch mal kurz vor Augen halten. Okay, klappte ganz gut. Hier sind wir gerade eben runtergesprungen. Ich kann das echt nicht. Ich finde, das ist sau dunkel hier auch. Man sieht es nicht wirklich, wo man noch hinten springen kann. Da vielleicht? Ja, war ein bisschen hart. Aber wir haben es überlebt. Machen wir uns mal kurz lebendig. Beziehungsweise ein bisschen. Man hätte auch da hinten längs können, wahrscheinlich balancieren können. Warte mal. Ach, der Typ ist gar nicht mehr da. Ich dachte, ich müsste nochmal gegen ihn kämpfen. Aber es sieht so aus, als ob man ihn nur einmal bekämpfen musste. Perfekt. Gut. Ein bisschen laut mein Mikro, kann das sein? Na egal. So, aber hier werden die ganzen Leute ja nochmal rumlaufen, behaupte ich mal. Da kommen die ganzen Wichser. Müssen wir irgendwie auf jeden Fall kalt machen. Locken wir die erstmal hier ein bisschen, oder sollen die erstmal hier ein bisschen herkommen, bevor wir die da hinten auch irgendwie kalt machen können, aber ich glaube, es ist besser, wenn die ein bisschen hierher kommen. Oh. Oh. Hier rein. Ein Hund hat ja auch gekillt. Ja, gut. Ja, ein bisschen viele Blutfiolen verbrauchen wir gerade, aber muss auch aufpassen, hier ist der Dicke noch. Ich habe ihn gar nicht angelockt, oder? Aber der kommt trotzdem. So. Oh. Mist. Noch ein Schuss. Rein da! Nein! Lauf weg! Oh. Oh nein! Nein! In dem Moment, wo ich mir die Schüsse geben wollte, macht er mich kalt. Scheiße. Na, dumm. Dumm. Wie dumm. Nur den ganzen Weg normal laufen, das nervt. Aber naja. Lässt sich nicht ändern. Ja, es war meine Schuld, gebe ich zu. Zack. Gib mir noch mal ein paar Schuss. Also eigentlich können wir noch ein paar mehr von den Silberkugeln gebrauchen. Mal auf. Das machen wir einfach mal.
Dann komm du auch mal raus da. Sammeln wir mal hier ein. Blutfiolen ist gut. Aber eigentlich müsste ich die Schüsse will ich noch haben. Gewehrkugel. Sehr gut. Hier haben wir ein paar Schuss drauf. Ist doch gut. Und wir können da wieder runterjumpen. Vielleicht den ganzen Weg da wieder runter. Das ist echt ein bisschen nervig. Gibt bestimmt eine Abkürzung, aber im Moment gibt es die nicht. Das heißt, wir müssen so oder so diesen ganzen scheiß Weg hier laufen. Das ist so blöd gelöst. Ein bisschen dicht dran, ne? Muss doch hier noch einen anderen Weg runtergeben, der ein bisschen weniger Leben wegklaut, oder? Aber ich finde, das sind echt mal richtig viel Leben, die das Ding einen weghaucht hier. Aber es gibt anscheinend keinen anderen Weg. Man muss halt wirklich hier runter. Was hier? Er verliert echt Leben, ne? Seht ihr das? Und das ist auch nicht gerade so wenig Leben, was man da verliert. Oh. Heilige Scheiße. Gibt's doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht. Wie scheuert ist denn das? Das nervt mich ja total. Wie dumm. Es ist wirklich dumm. Also es ist auch wirklich blöd gemacht, dass man da nicht irgendwie anders runterkommen kann. Ich jetzt voll und sag, naja, holen wir uns noch ein paar Silberkugeln. Kann man auch gebrauchen. So. So. Mal her. Hier. Ich habe leider keine fallen gelassen, macht aber auch nichts. So, probieren wir das Ganze nochmal. Ich habe hier auch irgendwas übersehen, da vielleicht kann man auch irgendwie leichter runterkommen, da müssen wir mal gucken. Irgendwie weiß ich es echt nicht, wie man sonst da runterkommen kann, also. Oder habe ich da irgendwas übersehen? Also, es gibt doch hier es gibt doch nur diesen einen Weg, oder bin ich blöd? Wir wollen es nochmal, pass auf. Also von hier war es ja nicht das Problem. Oh. Na, guck mal hier, was kommt da, ne? So, und dann hier links.
Und da runter. So, unser Echo ist zurückgeholt. Alter, guck's mal an. Das ist einfach mal extrem viel Leben. Fallen drauf lassen müssen. Na, okay. So. Gut, die ganze Chose nochmal. Wir probieren es zumindest nochmal. So, hier sind wir wieder und versuchen es nochmal. Kriegen wir es jetzt gleich mal besser hin. Na, komm, erstmal die Viecher müssen wir gleich killen. Das machen wir. Oh. Hm. Oh nein! Ah Mann ey! Haben wir uns das mal so ein bisschen nicht ganz so... Nicht so ganz auf der Höhe und dann... Jetzt kommt der Dicke da, aber kann man da vielleicht auch dran vorbeischleichen, weil ich den gar nicht haben will? Da kommt er schon, also es ist so ein Wichser, warum kommt er mit gleich an? Nein! Warum kann er so weit springen? So. Oh Mist. Oh. Ah, so du Penner. Mann, ey. Das Ding werden wir gar nicht mehr los. So, Blutscherbe haben wir auch mitgenommen. Jetzt können wir jetzt hier mal weitergehen. Mal sehen, was da noch geht. Wie können wir die Leiche plündern da hinten? Hoffe ich zumindest. Sieht irgendwie so aus. Oh, ein Wissen des Verrückten. Einsicht. Hier können wir runtergehen. Man schleift hier schon wieder da oben längs. Scheiße, ey. Achso, es ist nur der Rundgang einmal hier. Okay, ich dachte, man könnte irgendwas Besonderes finden, aber das kann man gar nicht. Da kommen hier wieder ein paar Leute. Mit Hunden oder ohne Hunde? Ohne Hunde? Dafür tot. Quecksilberkugeln, perfekt. Hoch. Hier geht's noch weiter runter. Da kann, liegt irgendeiner, bewacht was. Lass ihn mal bewachen. Wir gehen erstmal hier längs. Müssen wir doch auch irgendwie so eine Lampe oder irgendwas finden. Hier kann man auch hoch. Ach so, ist da, wo man hochgehen konnte. Okay, ja. Hier sind wir noch nicht gekommen, oder? Wir gehen mal darauf. Guck mal, wo wir landen.
Kathedralenbezirk sind wir jetzt. Ach! Da sind wir jetzt also. Können wir runtergehen? Hier ist sogar ein Schalter. Können wir den benutzen? Ach, die andere kleine... Ah, jetzt weiß ich, so eine kleine Abkürzung. Auch nicht verkehrt. Oh! 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 Alter! Oh, schießen wollte ich nicht. Okay, ist... Okay, da mal was nehmen. Blut für. Okay, jetzt sind wir hier. Okay. Aber war das eine fette Abkürzung für mich? Gucken wir uns mal den Rand schleichen. Das wäre natürlich schlecht. Okay, der haut ganz gut rein. Oh, die kommen beide. Oh nein! Oh. So. So geht's auch. Okay, gehen wir da hoch. Wo sind wir denn hier? Ich muss mich gerade mal orientieren. Ah, der ist ein Riesentyp. Ach, jetzt... Ach, Quatsch, wo sind wir hier wieder? Das ist doch mal... Okay, der haut da ganz gut zu. Aber wo... Ich bin gerade überlegen, wo wir hier sind. Okay. Kathedralenbezirk, okay. Ich muss mich jetzt orientieren hier. Ich weiß nicht genau, wo wir sind, muss ich zugeben. Aber ich kann mir vor, ich weiß, wir sind hier hochgegangen und hier kommen wir hier und hier konnten wir nicht weiterkommen, das stimmt. Da sind wir wieder. Ach so, okay. Jetzt können wir hier durch. Da liegt auch noch jemand. Dickes Kaltblut. Können wir hier auch aufmachen denn? Bestimmt, ne? Ein fetter Friedhof. Guck mal. Hey, wer schießt denn da? Ach, der. Okay. Eieiei. Haben wir schon einige Ecken jetzt gefunden hier. Da muss so ein Golem-Typ. Hier läuft so ein anderer Heini rum. Da sind also zwei von den Heinis, die hier rumlaufen. Was natürlich uncool ist. Und die haben fette Äxte. Entdecken die mich ja nicht. Oh, zu früh gefreut. Guck mal, hier kann man durchlaufen. Machen wir mal. Hier kommen wir auch nicht durch. Doch, hier sind die Tür. Ah, geht wirklich auf. Okay, wo sind wir hier?
Ach, okay, jetzt sind wir eher im einen Bereich vom... Ja, okay, weiß ich, wo wir sind. Der ist auch, der lebt auch noch wieder. Die leben ja alle wieder, kann das sein? Gut, wir wissen, wo wir sind. Da unten ist nämlich das andere Gebiet, wo wir auch eine hier... Oh. Na okay, jetzt machen wir dich kalt. Mit deinem scheiß Feuer kannst du nicht mal. Blöder Flammenwerfer, Heini. Quecksilberkugeln? Liegt noch Leiche. Oh, und ein Rabe. Kaltblut. Also wir kriegen auf jeden Fall wieder ordentlich Echos zusammen. Also die hauen auch immer gleich zu, ne? Ich weiß nicht, wo wir jetzt sind hier gerade. Will noch jemand? Ein Giftmesser, okay. Wahrscheinlich was zum Werfen. Da steht doch jemand. Ihr seid verflucht. Ah, hier können wir wieder reden. Was sie zu sagen haben. Herrje, was für ein seltsamer Geruch. Aber immer noch besser als der Gestank von Blut und Bestien. Was gibt es denn? Ich bin während der Jagd nur nicht zu sprechen. Wenn ihr also deswegen hier seid, muss ich euch selbst überlassen. Wenn euch das nicht reicht, kommt am Morgen wieder. Alter, der ist ja viel stärker als die anderen. Alter! Das gibt's doch gar nicht. Okay, dann weiß ich gar nicht, dass der so stark ist. Nur gut. Aber wir sind jetzt schon ziemlich weit gekommen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und dann machen wir die Reihe hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.